Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Siberia. So, ich bin schon mal ein bisschen reingelaufen in die Universität, damit wir ein paar von den Räumlichkeiten hier skippen können. So, da ist der Pons und wir zeigen ihm mal unser Mammut. Das Mammut. Das geht zumindest. Entschuldigen Sie, Professor. Professor, darf ich Sie noch einmal stören? Professor? Ich habe Ihnen etwas mitgebracht, das Sie interessieren dürfte. Hier. Worum handelt es? Die Mammutpuppe. Die Puppe von Hans, nicht wahr? Natürlich, das ist sie. Wo haben Sie die gefunden? Ein Wunder. Oh mein Gott, endlich darf ich sie in den Händen halten. Es gibt sie also wirklich. Entschuldigen Sie, aber ich bin überwältigt. Sehen Sie, Ihr Hans und mein Vorarlberg-Erbe sind ein und dieselbe Person. Unglaublich, nach all diesen Jahren. Oh, wie kann ich Ihnen je danken? Ich muss jetzt schnell ins Labor. Ich werde Sie genauestens untersuchen. Gestatten Sie, dass ich mir Ihren kleinen Schatz kurz ausleihe? Das heißt, eigentlich... Keine Angst, ich werde äußerst vorsichtig sein. Aber ich brauche die Puppe. Ich muss unbedingt heute Nachmittag eine Vorlesung zu diesem Objekt improvisieren. Übrigens, wenn Sie sich für die Geschichte von Hans interessieren, scheint es mir unumgänglich, dass Sie sich mit Mammuts, Jukols und ihren mysteriösen Reitern vertraut machen. Meinen Sie? Unbedingt. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer und ich rufe Sie an, wenn meine Vorlesung beginnt. Ich gebe Ihnen Ihre Puppe sofort danach zurück. Versprochen. Aha. Vielleicht kann ich ihm dabei über die Schulter gucken. Oh, es ist offen, Tatsache. Ja, dann kommen wir ja vielleicht doch noch in den Genuss, eine Vorlesung im Vorlesungssaal zu hören, hm? Oh! Boah, jetzt habe ich mich aber erschreckt. In der Animation ist die Tür vor meiner Nase zugegangen. Aha. Oh, was war das? Ich habe hier gerade was gesehen. Wartet. Da, was ist denn das? Ach, das ist gar nicht der Tisch gewesen. Ich dachte, da wäre ein Kolben gewesen, der Kate interessiert. Aber es ist was ganz anderes. Aber was? Was ist das? Oh, eine Klangwalze. Oh, eine Klangwalze. Dann müssten wir hier aber auch irgendwo eine Vorrichtung finden, um sie abzuspielen. Denn dieses Puppengeschwisterpaar, was ich im Zug habe, das kann die doch nicht abspielen. Wir haben ja nur das obere Teil mitgenommen und nicht etwa das Teil, wo die Klangwalze dann eingefügt wird. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Da ist er, der Gute. Na, was machst du denn jetzt mit meinem Mammut, hm? Oh, da ist noch was. Was bist du? Yangala Cola Pulver. Oh! Oh, davon haben wir aber auch gehört. Und was ist das? Eine Zange! Oh, wie cool! Ich glaube, mit der Zange komme ich jetzt an das Ei ran. Das wäre ja wunderbar. Oh, das wäre ja wunderbar. Ich glaube, die anderen Tische kann ich jetzt von hier aus gar nicht mehr erreichen. Nö, sieht nicht so aus. Dann verlassen wir mal die Szenerie hier. Aber ich muss mir kurz nochmal angucken, wofür dieses Yangala Cola Pulver war. War das von dem Pilz? Ah, genau. Der Yangala Cola, der machte die Sinne super scharf, ne? Also man konnte damit super scharf sehen. Dank seiner sofortigen Wirkung wird die Sehkraft des Jägers extrem gesteigert und dieser kann seine Beute, die sich häufig in der dichten Vegetation des Regenwalds versteckt hält, auch auf große Entfernung problemlos ausmachen und erlegen. Ha, ob ich dieses Zeug wohl brauche? Ich denke, wir reden... Oh, da kann ich mir noch was angucken. Da
Das brauche ich im Moment nicht. Oh, wie schade. Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? Ob ich jetzt noch mal von oben anfange? Es hätte mir sehr gefallen, an einer solchen Universität zu studieren. Dafür ist es nie zu spät. Vielleicht, aber die ewige Studentin zu spielen. Da spielen Sie wohl lieber die Anwältin, hä? Ich kümmere mich um ernste, sehr reale Angelegenheiten. Nicht um Dinge, die schon seit Millionen von Jahren nicht mehr existieren. Jedem seine Prioritäten, liebes Kind. Sie sagten vorhin etwas von einer Vorlesung über ein altes sibirisches Volk. Die, Uks? Die Jukols, mein Fräulein. Nicht zu verwechseln mit den Ukestrans in Zentralasien. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte nur wissen, ob Ihre Vorlesung bald beginnt. Ihre Ungeduld erfreut mich. Leider ist die Untersuchung dieser herrlichen Mammutpuppe noch nicht fertig. Aber keine Angst, ich rufe Sie in jedem Fall an. Bis dann. Was? Hat er meine Telefonnummer? Hätten Sie Lust, Hans Vorarlberg wiederzusehen? Sie könnten mich doch eigentlich begleiten und mir helfen, ihn zu finden. Das meinen Sie doch nicht ernst, junge Frau. Ich bin doch viel zu alt für solche Abenteuer. Na, das ist kein richtiger Forscher, ha? Ihr Hans Vorarlberg hat große Ähnlichkeiten mit der Person, okay, das kenne ich schon. Erzählen Sie mir mehr. Er war immer... Ich muss jetzt gehen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gestört. Wie bitte? Aber nein, ganz und gar nicht, liebes Kind. Na gut, okay. So, dann mal ganz Flodikowski zurück. Und auch dahin. Gut, wir kommen noch nicht in den Vorlesungssaal. Ich denke mal, was ich mir da gerade auf dem Tisch angucken konnte, beziehungsweise hätte mitnehmen können, das ist die Mammutstatue gewesen. Und die muss er natürlich noch ein bisschen untersuchen. Es geht also nicht. Ich versuche jetzt einfach mal, das Ei mit der Zange rauszunehmen. Und vielleicht mache ich einen kleinen Abstecher in den Zug. In der Hoffnung, dass es dort eine Möglichkeit gibt, diese Klangwalze abzuspielen. Das wäre doch toll. Ich verliere hier regelmäßig den Mauszeiger. Okay. Den Wein werde ich sicherlich auch noch für irgendwas benutzen. Ah, vielleicht kann ich aber mit dem Wein letztendlich die beiden Kutterfahrer irgendwie dazu bringen, ja, mir mehr Geld zu lassen. Oder vielleicht kriege ich die auch irgendwie so betrunken gemacht. Wartet mal, wo war das? Hier rüber. Dass ich gar nichts mehr bezahlen muss. Oder das hilft mir erst im späteren Bereich meiner Reise. Das geht natürlich auch. Die sind weg. Ja, die Vögel sind weg. Super, ich habe auch kein Sauvignon mehr. Hört sich an, als würde Kate humpeln. So wie die Klackergeräusche sind. Es ist irgendwie so unstet. Jetzt sollte es aber wirklich gehen. Ich verstehe ja gar nicht, warum sie da nicht dran gekommen ist, aber okay. So, Reagenzglaszange. Komm schon, es muss gehen. Ja, Tatsache. Die anderen Sachen kann ich mir nicht nehmen. So, was ist das jetzt? Ein Kuckucksei. Ja, in Ordnung. Ich versuch's einfach damit. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Mechanismus auf dem Vorplatz funktionieren soll, aber es fühlt sich schon mal richtig an, ein Ei dafür mitzunehmen, weil er auf der anderen Waagschale auch schon ein Ei ist. Mit ein bisschen Glück sind die auch gleich schwer. Irgendetwas in die Waagschale zu bringen, hört sich mal... Achso, wartet, nee, genau, ich will hier nochmal kurz rein, bevor ich jetzt dahin gehe. Und gucken, ob es im Zug eine Möglichkeit gibt, die Klangwalze abzuspielen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es die richtige Vorgehensweise bei dem Spiel ist, mehrere Sachen quasi, also mehrere Lösungssachen schon dabei zu haben. Na, keine Ahnung. Doch, man kann da ja was einsetzen. Oh, großartig. Jetzt bin ich gespannt.
Hans, ich habe eine traurige Nachricht. Vater ist tot. Er ist letzten Sonntag friedlich im Schlaf gestorben. Ich fühle mich jetzt sehr einsam. Auch wenn Vater, seit du weg bist, nur noch ein Schatten seiner selbst war, so war mir seine Gegenwart doch ein Trost. Dass er mich brauchte, das stützte mich. Das Haus, die Fabrik, die Angestellten, die Kundschaft. Um all das kümmerte ich mich an seiner Stelle. Heute weiß ich nicht mehr, für wen und für was ich noch kämpfen soll. Es sind schwere Zeiten und der schreckliche Krieg bringt alles aus dem Lot. Das Interesse an den Automaten hat nachgelassen. Aber die Hoffnung auf deine baldige Rückkehr, kleiner Bruder, gebe ich nicht auf. Und dann wirst du eine Fabrik vorfinden, die deines Genies würdig ist. Hab dich wohl, mein über alles geliebter Bruder, Anna. Oh, das war aber richtig schön gemacht. Mit den sich bewegenden Fotos, das war richtig hübsch gemacht. Ha, und jetzt wissen wir auch, warum hier noch mehr Möglichkeiten waren, ein paar Tonrollen reinzulegen. Es fehlt noch eine. Naja, gut, die müssen wir ja nicht unbedingt hier in Barock stattfinden. Ach, diese sich bewegenden Fotos in dem Fotoalbum, das finde ich ja genial. Ach, wenn es sowas gäbe. Bei Harry Potter gibt es sowas. Okay. Dann mal ab zum Musikkarussell. Arme Anna. Die hat so für die Fabrik gelebt und hat versucht, die Fabrik so herzurichten und so zu gestalten, dass sie ihres Bruders würdig ist, dass sie wahrscheinlich niemals selber eine Familie gegründet hat. Das finde ich schon sehr krass. Ich meine, gut, sie hat sich vermutlich auch schuldig gefühlt, ne? Sie war ja nun mal dabei, als das Unglück passiert ist. Sie ist die Größere und sie hätte vielleicht auch die Vernünftigere sein können. Aber, um Gottes Willen, sie waren beide Kinder. So, ich hab ein Ei. Wie wär's? Okay. Oh. Oh, verdammt. Shit, das ist nur die Eingangstür. Upsala. Nein, ich muss da, im Ernst, ich muss jetzt auch noch da runtersteigen? Oh, wei. Tja, Kate, hier lernst du noch was. Hier lernst du noch was. Okay. Was sind das? Für seltsame Schubladen. Was ist das? Oh je. Ich glaube fast. Da kann ich das machen. Ach, es ist ein Hebel. Okay. Schön am Hebel ziehen. Okay. So, jetzt will ich mein Geld. Das ist ja interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Musik aus dem Inneren kommt. Einfach, dass es sowas wie eine riesengroße, so eine total überdimensionierte Klangwalze ist. Aber dass da unten diese seltsamen Schubladen, an denen die Klöppel dann vorbeilaufen, tatsächlich dafür sorgen, dass die Musiker da oben, die Automatenmusiker, tatsächlich echte Musikinstrumente spielen. Boah, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. So, jetzt habe ich die Wahl. Ich könnte jetzt nochmal vorher beim Professor rumgehen und gucken. Wobei, wartet mal, es ist eigentlich egal. Ich gehe erst einmal zu den Rektoren
hol mir meine Kohle. dann höre ich mir vielleicht noch die Vorlesung an und dann versuchen wir das mit dem Wasser irgendwie hinzukriegen. Jetzt wieder ganz gemächlich. So, ihr hört's. Ich hab's repariert. Meine Herren, ich bitte Sie, diese erneute Störung zu entschuldigen, aber ich habe ein kleines Problem. Ein kleines Problem? Ein kleines Problem? Kleine Probleme haben wir alle. Die behält man für sich. Und das Leben geht trotzdem weiter. Und auch die Züge fahren weiter. Meine Herren, es ist mir gelungen, Ihren Pavillon zu reparieren. Der Pavillon funktioniert wieder. Das ist höchst wunderbar. Wir sind Ihnen wirklich zu großem Dank verpflichtet. Ja, wirklich. Ihr Aufenthalt wird uns in guter Erinnerung bleiben. Glauben Sie uns. Doch jetzt wollen wir auch unseren Teil der Vereinbarung erfüllen. Wie viel benötigen Sie, junge Frau? $100, wenn das nicht zu viel verlangt ist. Das erscheint uns korrekt, junge Frau. Damit sind Sie jetzt in der Lage, die Reise mit Ihrem Zug fortzusetzen. Ja, hoffentlich. Oh, danke. Oh mein Gott, in Kleingeld. Und wann gedenken Sie abzufahren? Ja, der Zug muss jetzt schnellstens unseren Bahnhof verlassen. Ja, mach ich auch. Mach ich auch. Auf Wiedersehen. Wir reden und reden. Dabei ist bereits... Schon, wir sind's. Ich danke... So, das kann man aber ohne schlechtes Gewissen abbrechen, weil es ja sowieso der Enddialog ist. Okay, dann brauche ich jetzt aber meinen Mammut wieder. Und dafür müssen wir dann jetzt sicherlich in Pons... in Pons Vorlesung. Der wollte mich anrufen. Ich habe dem doch nicht meine Telefonnummer gegeben. Ich glaube, ich gehe noch mal hin und frage ihn. Kann natürlich sein, dass ich vorher noch die Sache mit dem Boot da, mit dem kleinen Kutter klar machen muss. Okay. Was möchten Sie denn wissen, liebes Kind? So, wie war das denn? Geldvogelzug Hans. Mission. Sie sagten vorhin etwas von einer Vorlesung über ein altes sibirisches Volk. Die, Uks? Die Jukols, mein Fräulein. Nicht zu verwechseln mit den Ukestrans in Zentralasien. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte nur wissen, ob Ihre Vorlesung bald beginnt. Ihre Ungeduld erfreut mich. Leider ist die Untersuchung... Ich muss jetzt... So, schade. Aber ich werde nicht ohne meine Puppe gehen, das kannst du mir mal glauben. Okay, dann müssen wir uns halt erstmal noch um das Problem mit dem Fluss kümmern. Ich gebe Ihnen erstmal die Kohle. Mit richtig, richtig, richtig viel Glück habe ich, als ich ja schon mal irgendwas gedrückt habe, vielleicht das Richtige gemacht. Nee, wobei, wartet mal, ich habe, glaube ich, den gleichen Wasserstand erstmal sinken lassen, dann wieder steigen oder irgendwie so ähnlich. Die Rektoren hatten ja dieses Musikstück schon vermisst, aber ich muss sagen, es klingt so traurig. Das könnte ich mir ehrlich gesagt nicht den ganzen Tag anhören. Und auch nicht, was, 50 Jahre oder was das waren? Er sagte doch, er wäre jetzt 50 Jahre lang Leiter und er hätte dann den Hans Vorarlberg damals eben, als er Leiter wurde, kennengelernt. Okay, so, ich habe Kohle. Ich habe nur meinen Mauszeiger wieder verloren. Ja. Ich habe ihn so verloren. Schön. Ach Mann, erstmal Szene verlassen, bitte, Kate. Dankeschön. Der ließ sich leider nicht mehr irgendwie hier in den Bildschirm reinziehen. Okay, jetzt aber. Bitte einmal hierher. Und dann reden wir mit Ihnen. Heo! Schiff! Heo! Grüß Gott, schönes Fräulein!
Mein Mann sagen, guten Tag, junge Frau. Du wollen mit uns sprechen? Das ist aber nicht sehr korrekt, meine Situation auszunutzen. Im Namen der Solidarität sollten wir uns umsonst helfen. Ach so, verdammt. Service, Service, alors buik not full. Wie bitte? Mein Mann. Wir verabschieden uns mal eben. Los wie Daniel, genau. Geld auswählen und geben. Hier, bitte, Ihr Geld. Ich hab's genau nachgezählt. Ach so, hab ich das? $100 in Münzen? Großartig. Komm, sag, das ist zu viel und gib mir was zurück. Oh. Danke. Also Dollars finden doch nicht schwer, du echte Geschäftsfrau. Ich bin nicht die Einzige. Wir zufrieden mit dir Geschäft machen. Du, jetzt Schleusen aufmachen. Wir dir sonst nicht helfen. Warum ist es Ihnen eigentlich nicht gelungen, sie aufzumachen? Das kann doch nicht kompliziert sein. Bevor wir denken, nous esto, die kleine Madame. Wir probieren mal alles non comprendo, en allora kaputte, en andere Bordell. Zerzwar moi. En boom telefonieren kaputt. Mein Mann sagen, sehr kompliziert, wir nicht verstehen Anleitung. Mein Mann sehr ärgerlich, großes Wut. Jetzt, Telefon kaputt. Das ist aber wirklich zu dumm. Und was gedenken Sie jetzt zu tun? Wir warten, bis Repariermann kommen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich werde sehen, ob ich das System nicht auch so wieder in Gang kriege. Du Schlüssel nehmen, Schiffer immer Schlüssel brauchen für Schleusen. Ach so, okay. Ich habe nämlich gedacht, schön werfen. Oh, verdammt, auf den Boden hat das geworfen. Okay, danke. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt vielleicht mit meinem Telefon von hier aus... Jetzt ist mein... Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist die Maus? Da ist sie. Ich hab sie. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt von hier aus mit dem Handy telefonieren. Aber stimmt. An der ganzen Apparatur war ja unten auch noch ein Schlüsselloch. Und ein Tastenfeld. Na komm schon rauf da. Irgendwo hatte ich doch auch die Telefonnummer aufgeschrieben. Hattet mal. Wo ist denn das noch? Ah, da. 2766 6742. Was? Wieso bin ich jetzt eigentlich hier hochgekommen? Na gut. Es klingelt schon wieder bei mir. Hallo? Kate, mein Mädchen, wie geht es dir? Ich habe gerade gestern erst wieder an dich gedacht, als ich diesen herrlichen Pelzmantel sah. Ziehst du dich auch warm an? Bei euch da drüben weiß man ja nie, was man anziehen soll. Mama, das ist nett von dir, aber mach dir keine Sorgen. Alles in Ordnung. Meine Reise verläuft problemlos. Fast jedenfalls. Und wann kommst du zurück? Frank brennt schon darauf, dich kennenzulernen. Frank? Ach ja, dein Opernsänger. Und wie läuft's zwischen euch? Rate mal, womit er mich gestern überrascht hat. Weiß ich nicht. Frank hat mich zu dem großen Wohltätigkeitsabend eingeladen, der von, habe ich vergessen, organisiert wurde. Man hat ihn natürlich gebeten, auf seinem Repertoire zu singen. Und am Ende, stell dir vor, hat er mich auf die Bühne geholt. Deine Mutter vor Tausenden von Zuschauern. Wirklich? Oh, das hätte ich auch gern gesehen. Warst du nicht zu ergriffen? Schrecklich ergriffen. Hätte ich das geahnt, wäre ich vorher noch zum Friseur gegangen und hätte mich entsprechend angezogen. Aber Frank hat mir versprochen, dass er das nächste Mal daran denken wird. Er ist so charmant. Das möchte ich nicht bezweifeln. Ich wäre so glücklich, wenn du das nächste Mal dabei sein könntest. Wann ist das noch gleich? Zu dumm, ich hab's vergessen. Ach ja, das Alter. Denk immer daran, Kate, die Jahre holen uns schneller ein, als uns lieb ist. Ich denk dran, Mama. Ich hab mich sehr über deinen Anruf gefreut. Mach's gut. Du auch, mein Kätchen. Ah, die Mutter treibt's ja noch bunt, oder? Also Kate ist doch bestimmt in den 30ern. Oh, wenn Mama dann in den 50ern ist? Okay. So, da ist das Telefon.